Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. So, jetzt ist wieder warm. Okay. Ich wollte den Wagen mitnehmen, ne? Den bring den mal mit. Können wir unsere Taschen voll machen und einen Wagen voll machen? Ich glaube, dann haben wir ein paar Stöcker. Ich glaube, da kannst du ja auch Stöcke reinlegen, gell? Ja, nicht so ultra viele, aber immerhin. Wo bist denn du jetzt hin? Ich habe doch eben noch deinen Namen gesehen. Bei der Treppe links und dann geradeaus. Den kleinen Berg hoch. Hä? Ach, da ist er. Ich habe Blätter gesammelt, ohne. Oh, hier sind Blaubeeren. Die schaue ich mir mal eben rein. So eine Tasche für die Beeren sollten wir uns auch noch machen. Und Beeten. Das hab ich noch nicht ganz rausgefunden, wie die geht. Irgendwie mit Hasenfell auf jeden Fall und Seil. Ich habe Wildschweinleder, 3 Rehfell. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nämlich. Deswegen will ich gerne die Dingslager fertig machen. Dass wir die Felle mal ablegen können, weil sonst sind die doppelt voll. So, Stöcker kloppen gehen. Wenn wir eine geeignete Stelle finden, wo es auch mal welche gibt. Nehmen wir auch gleichzeitig, na? Ich weiß nicht, was das für ein Busch hier auch ist, mit. Ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Au, das war nicht gesund. Ne, da wollte ich Stöcker reintun. Ah, ja, ich weiß. Och nö. Raus. Och nö. Alter, ich versuche die abzuschießen. Das ist uncool. Bis jetzt sind es 2, 3. Alter Schwede. Komm her, du Kleiner. Wenn die mal für eine halbe Sekunde stehen bleiben würde, ne? Voll daneben. Ja, ich habe einen Pfeil vorbeifliegen sehen. Nochmal daneben. Ich glaube, der war wütend, weil ich seine Freundin da gestochen hat. Mhm. Oh, kaputt ist er. Wir brauchen eigentlich so dringend Knochen, aber jetzt jedes Mal ein Feuer anmachen ist auch doof. Oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, dann gönn's dir. Ich glaube, da braucht man definitiv die Keule, oder? Nee, das geht mit dem Speer auch. Musst du nur am Hals treffen. Es geht nicht, die backt gerade durch den Stein. Ah, auch so. Ich glaube, ich hab sie. Wie mies ist das? Die backt durch den Stein, da kommst du nicht ran. Na dann lasse. Ich habe hier gerade ein gutes Stocklager gefunden. Dürften überall welche rumliegen, wenn du dich umschaust. Ja. So, ich habe 20 Stöcke, die hau ich jetzt mal in den Wagen. Hier passen nur 20 Stöcke rein, oder was?
Das müssen noch mehr sein. Naja, wenn nicht, haben wir wenigstens 20 Stücke mehr mitgebracht, als wir hätten sonst tragen können. Hier ist auch noch so eine Schildkröte. Aber die brauchen wir ja nicht wirklich, oder? Ich sag mal so, noch zwei so Dinger wären nicht schlecht. Und wenn man dann noch mal irgendwann eine Schildkröte auf Tasche hat, kannst du nämlich als Schlitten benutzen. Ja, das habe ich auch gesehen. hast du irgendwo noch jetzt Stöcker kaputt gemacht, die ich noch einsammeln könnte? Ja, hier. Sehe ich nicht. Und neben dem Baum hier waren auch welche. Ich muss mal eben gucken, ist hier unten Wasser? Ich müsste mal ins Wasser gehen. Ich bin gerade blutüberströmt, sagt er mir. Ja, perfekt. Autsch, nicht so gut. Was war jetzt? Piranha. Nee, ich bin runtergesprungen. Fand er nicht so geil. Gucken, ob hier in den Hütten was drin ist. Komme ich nie wieder hoch. Jetzt kommt ein Krokodil, ich glaube, ich kotze. Wenn du sterben willst, dann sterb. Es will. Oh, wie bist du hier? Verständlich, dass der da Aua sagt. Wenn du ein Krokodil zubeißt. Da hat schon ein paar Effigies von den Idioten gefunden. Oh, Schildkröte. Oh, hier ist ein Koffer. Die hat sich versteckt, die blöde Schildkröte. Kommst du wohl wieder raus? Dankeschön. Habe ich irgendwas gegessen? Ist ja auch ein bisschen eklig eigentlich. Oh. Kommt einer von hinten. So, ich laufe mal zum Wagen zurück. Ich habe schon wieder die Stöcker voll. Ich bin mal gespannt, ob ich die da noch reinkriege oder nicht. Oh Gott, hier ist eine. Wo bist denn du? Ich bin jetzt wieder beim Schiebewagen. Ich komme hinterher. Oh cool, da gehen noch mehr rein. Geil. So, ich habe wieder alles leer. Noch mehr genau, Stöcke. Genau, von kloppen. Da, wo ich herkomme. Ja, ja, so da war ich eben auch in der Ecke. Ja, da ist eine Eingeborene. Ja. Die habe ich auch gesehen gehabt. Und ein Krokodil hat sie auch gesehen gehabt und hat sie angegriffen. Das ist gut. Feines Krokodil. Hast du schon eine Schildkröte? Nein. Und eigentlich, oh Mann, Alter. Was ist? Die hat einen Kopf eingezogen und hält die Hände vor dem Kopf, Alter. Also die Pfoten. Volle Deckung. Jetzt mag ich sie gar nicht mehr töten. Sie ja, dann lass sie. Sieht ein bisschen putzig aus. Aber du blutest schon. Ich muss dich killen. Kommst du? Die purzelt hier gerade den Berg runter. Ich bin auf dem Weg. Okay, stopp. Hm? Die
Putzt hier gerade einen Berg runter? Ja, Welchen hier, Berg? nee, hier. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Am Wagen vorbei. Links. Ich sehe jetzt, sehe ich dich. Ich sehe deinen Namen nicht so weit, Echt nicht? glaube ich. Nein, nein. Ich konnte einen Ich eben glaube, gut lesen, Gott sei Dank. Ah, Stöcker sind voll, ja? oha, ja. Na gut. Macht ja nichts. Hebe ich gleich den Rest auf. Ich habe noch Platz. Schildkröte. Bin dabei, ich tue bloß die Stöcke da rein. Hast du alle Weiß, rausgeholt oder weiß, was? weiß wo. Nein, nein, ich habe auf E gedrückt, habe einen Riesenhaufen vor mir gestapelt. Ja, deswegen, ja, okay. Hier, da Ich liegt habe er. auf die falsche Taste gedrückt gehabt. Ich dachte schon, wär schon voll der Wagen. Jetzt ist er aber tatsächlich voll, ja. Ich habe einige reingetan. Gut, ich habe 9. Also 11 kann ich noch aufheben. Die hole ich auch noch. Ich glaube ja, Ja. dass diese Kleinen auch Stöcker Wann das geben. jetzt? Der Wagen, oder? Was? Wo? Ja, hier wirst du schon, hier hast du schon Verfolgungswahn. Na, Stöcker? Ja. 4 Stöcker, 5 Stöcker, 6 Stöcker. Das lohnt sich. Hier, wo ich stehe. Wenn du so Bin ganz dünne dabei. Bäume fällst, da kommt ordentlich Stöcker bei raus. Bin beim Wagen und du Ja, bist? hier links neben dir. Links, 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 links. Ich sehe deinen Namen nicht so, sorry. Ah, da oben. Ich suche hier Hast unten du deinen Namen. entweder die Sichtweite nicht oder der fällt kaum auf. Der Weil Name, der hier fällt kaum müssten irgendwie auf. 6 Stöcker rumliegen. Ja. War noch Ja, Stöcke und hinfahren. Steine habe ich aufgehoben. Ja. Habe ich 15 Stöcker. Naja, ich schieb den Wagen erstmal nach Hause, würde ich sagen. Und Vogelfedern. Oh, Vogelfedern. Ja gut. Ich weiß nur, dass man Pfeile mitbauen kann, sonst wüsste ich nichts. Aber wir haben ja auch ein Vogelhäuschen. Hier liegen auch noch Stöcker. Sehr schön. Wo ist er? Wölfe? Was, Wölfe? Bitte lass es doch Wölfe. Ich glaube nicht, dass es Wölfe sind. Nee, Wölfe gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Aber du hörst auch, oder? Nee. Oder höre ich schon Stimmen? Ich höre tatsächlich gar nichts. Das sieht schon Wahnsinn aus. Alles irgendwo ein bisschen so Natur und dann kommt so ein Riesenbauch. So ein völlig ungewöhnlicher, nicht naturbelassener Bau. Nicht ganz dezent. Ja, machen wir auch mal ein Stocklager. Na, dafür reicht es, glaube ich, nicht mehr. Du hast aber noch ein paar Stöcke auf Tasche bestimmt, ne? Ich komme angelaufen. Meine Ausdauer ging nur komplett flöten. Wir kommen so ganz normal gegangen. Kommen so blender.